Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video der parapsychologischen Theorien. Wie versprochen kommen jetzt so nach und nach dann auch immer die Theorievideos. Mit der Kladistik bin ich so zu ungefähr, würde ich schätzen, ein Drittel durch. Natürlich gibt es immer noch hier und da ein bisschen was zu feilen und auch im Nachhinein werden noch einige Ergänzungen folgen. Aber ich bin weit genug, dass wir endlich mit den versprochenen Theorien anfangen können. Und wir fangen natürlich ganz, ganz basic, ganz, ganz am Anfang an. Bei den Grundlagen und klären die Frage, was Parapsychologie eigentlich ist. Und das machen wir in 5 Punkten. Erstens Definition und Teilgebiete, zweitens die Kladistik, drittens Terminologie, viertens der Forschungsablauf, zumindest wie er bei uns abläuft und wie er unseres Erachtens auch empfehlenswert wäre, und fünftens Kritik. Und damit gemeint ist jetzt nicht die Kritik an der Parapsychologie selbst, sondern eher Kritik an der Einstufung der Parapsychologie und vor allem die Deklaration als Pseudowissenschaft. Ich möchte hier gerne aufführen, so kurz es im Rahmen der Möglichkeiten geht, warum ich das für falsch erachte und wir uns deswegen immer noch mit der Parapsychologie befassen. Aber dazu dann bei Punkt 5 deutlich ausführlicher. Gut, fangen wir jetzt erstmal vorne an mit den Definitionen und den Teilgebieten. Ja, es gibt keine einheitliche oder anerkannte Definition von Parapsychologie, die gab es auch noch nie wirklich, die war immer ein bisschen verschieden, je nach, ich sag mal, Zeitalter, in Anführungszeichen. Der Bereich der Parapsychologie war ungefähr 120 Jahre, man sagt so ab 1870 ungefähr bis 1990, das ist so ein grober Rahmen, plus minus 10 Jahre, je nachdem, wo man schaut, das sind natürlich nicht alle Länder gleich. Und halt auch von Land zu Land ist die Definition immer verschieden gewesen. Oftmals wird sie auch verstanden als die Lehre von unbekannten psychischen Auswirkungen oder einfach als Geisterwissenschaft. Großes Problem bei dieser Definition, oftmals gibt es halt Überschneidungen mit anderen ähnlichen relativen Grenzgebieten, wie der Präastronautik, also die Wissenschaft von, ich sag mal, Besuchern aus dem All vor unserer Zivilisation, Kryptozoologie, also die Lehre von verborgenen Wesen, Phänomenologie, die Erforschung von Phänomenen allgemein, und Ufologie, ja, die Erforschung von Aliens und UFOs zum heutigen Tage. Es ist alles irgendwie verschieden, keine Frage, aber die Abgrenzung ist halt immer sehr schwer, weil es oft Überschneidungen gibt. Ein Beispiel. Sagen wir, eine teilhumanoide, weiße Gestalt wird in einen Wald gesehen. Nach klassischer Auffassung haben wir ein Überschneidungsproblem, denn je nachdem, was der Zeuge berichtet, das ist also sehr subjektiv, müssten wir das in eine andere Kaste stecken. Sagt er, er hat einen Geist gesehen, landen wir in der Parapsychologie. Denkt er aber hingegen, es war ein Monster, sind wir in der Kryptozoologie. Und berichtet er von den Alien, sind wir in der Ufologie. Problem also, was wir hier haben ist, wir haben ein einziges Geschehen und je nachdem, ganz subjektiv, wie es der Gute, dem das zugestoßen ist, berichtet, haben wir eine andere Zuständigkeit. Das ist ungünstig, gerade eben weil es sehr schwer abzugrenzen ist und natürlich bei nur so kurzen Kontakten oder so, da sehr schnell eine sehr falsche Definition erfolgen kann. Ja, wie gesagt, ist subjektiv, aber natürlich ist es strebenswert, wissenschaftlich eine objektive Einstufung vorzunehmen. Das heißt, es bietet sich an, dass wir keine eigenen Wissenschaftsfelder haben, die wir gerade genannt hatten, sondern dass man diese als Teilgebiete eines eigenständigen Feldes betrachtet. Und das wäre dann die Parapsychologie. Und die wäre dann zu definieren als ein Übergriff für all diese Teilgebiete. Und man könnte sagen, es ist die Wissenschaft von bisher unerklärlichen Dingen, die teilweise mit den aktuell bekannten Naturgesetzen nicht in Einklang gebracht werden können. Und können noch hinzufügen, sie umfasst sowohl physische wie Bigfoot, als auch nicht physische wie Geister, Begebenheiten. Damit haben wir dann einen schönen Deckel, Parapsychologie als Überbegriff und nicht als eigenes Teilgebiet, was ich sage schon nur mit Spuk, Geistern etc. befasst. Klar, da geht auch Telepathie und so weiter mit rein, Präastronautik allerdings dann nicht mehr oder UFOs oder halt Kryptiden. Aber so haben wir es unter einem Dach und es geht vor allem nichts verloren, weil es ist natürlich ein großer Wissensverlust, der mit so einer gestückelten Betrachtung einhergeht. Das wäre wie, wenn man sagen würde, alles in der Biologie, was grün ist, sind Pflanzen. Das ist großteils richtig, aber auch teilweise Quatsch, weil es gibt halt auch einige Tiere, die grün sind. Umgekehrt, es gibt auch Pflanzen, die nicht grün sind. Bringt nicht sehr viel.
Was für Vorteile hat es denn, wenn wir die Parapsychologie als Überbegriff sehen? Naja, sie umfasst dann alle Begebenheiten, sodass eine Gesamtbetrachtung möglich ist und so Gemeinsamkeiten und Unterschiede einzelner Begebenheiten vereinheitlicht und abgeglichen werden können, ist also genauer. Und zweitens ermöglicht uns das eine kladistische Gliederung. Und die wiederum ermöglicht es uns, genaue Zuordnung und Abgrenzung vorzunehmen. Das mündet darin, dass wir dann eine Vereinheitlichung der Forschung haben und das führt dann zu genaueren Ergebnissen und einheitlicheren Forschungsstrategien. Ist also sehr sinnvoll. Das wird auch eine Abgrenzung zu substituiden Begriffen ermöglichen. Zum Beispiel Parapsychologe, Ghost Hunter bzw. Geisterjäger und Grenzwissenschaftler-Psychologe wird heute oftmals synonym verwendet. Ist allerdings nicht unbedingt synonym. Das wäre allerdings nicht sehr sinnvoll. Das wäre so, als wenn man sagen würde, dass Polizist, Gerichtsvollzieher und Richter, weil sie alle mit Recht zu tun haben, alle das Gleiche sind. Ist natürlich nicht der Fall. Deswegen folgender Vorschlag: Parapsychologe soll definiert sein als Erforscher von unbekannten Phänomenen und Begebenheiten. Hier ganz klar der Fokus auf die Naturwissenschaft. Der grenzwissenschaftliche Psychologe ist dann der Erforscher von mentalen und psychischen Phänomenen, also mit Fokus auf Psychologie. Und ein Ghost Hunter oder Geisterjäger ist dann eher ein Erkunder von Spukorten, also Fokus der Exploration. Damit sind wir jetzt zweitens der Kladistik. Begriff, den die wenigsten wahrscheinlich kennen, das ist auch verständlich, das ist nämlich ein Begriff aus der Evolutionsbiologie und beschreibt die Zusammenfassung von Organismen in Gruppen anhand gleicher oder ähnlicher Merkmale. Ist also wirklich halt nur Evolutionsbiologen ein wichtiger Begriff. Da es eine Vielzahl an verschiedenen unerklärlichen Begebenheiten gibt, die sich jedoch ähneln und häufen, ist die Einführung einer parapsychologischen Kladistik ebenfalls sinnvoll, um auch hier Begebenheiten nach Gemeinsamkeiten zusammenzufassen und zu anderen mit Unterschieden abzugrenzen. Dies ist bisher wissenschaftlich versäumt worden, obwohl die Notwendigkeit auf der Hand liegt, wenn man betrachtet, wie viele Videos, Berichte etc. Erzählungen es gibt und je nachdem, wer das halt erzählt, immer was Verschiedenes erzählt. Das kann jetzt ein Kleinraum sein, dass der eine sagt, das ist ein Geist, der andere sagt, das ist ein Spektre, der dritte sagt, das ist ein Wraith, der vierte sagt, das ist La Llorona und so weiter. Das ist dann irgendwie alles so in der Geisterkategorie. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Sachen, zum Beispiel bei den sogenannten Shriek, der wird oftmals auch als Alien bezeichnet oder halt als Geist. Hier ist es halt wichtig abzugrenzen und da hilft eine Kladistik. Zum Beispiel gerade bei den Shriek wäre irgendwo die Abgrenzungsfrage, ist es ein körperliches Phänomen? Dann wären wir hier in dem Fall eher ja. Und da sind wir schon bei Geistern etc. raus, weil sie halt nicht körperlich wären. Und so ist das halt wie ein Stammbaum dann aufgeteilt. Daran sitze ich hauptsächlich gerade, das ist so ein bisschen die Hauptarbeit, die jetzt im Hintergrund stattfindet, das alles wirklich in eine Art Stammbaum zu pressen, der dann mittels einfacher Fragen dann eine Zuordnung ermöglicht. Als GWS haben wir uns diese Aufgabe natürlich angenommen und werden diese Vorlesungsreihe anhand der von uns erstellten Kladistik aufbauen. Wie gesagt, die ist noch ein bisschen in Arbeit. Und beginnen mit dieser Vorlesung als Startpunkt der Kladistik mit dem Hauptgriff der Parapsychologie beginnen wir halt jetzt. Wichtiger Hinweis vielleicht dazu: Wir stehen für freie Wissenschaft. Und deswegen werden wir nach Fertigstellung der kompletten Kladistik diese auch kostenfrei online zur Verfügung stellen. Ich werde dann in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch in den Karten oben entsprechenden Link zum Download setzen. Und wir streben damit an und empfehlen halt auch, dass alle Parapsychologen anhand dieser Kladistik arbeiten, um einheitliche und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, welche einem Fremdvergleich standhalten und so die Anforderungen der Empirik erfüllen können. Denn das ist halt einer der großen Kritikpunkte, die die ich sage mal, etablierte Wissenschaft an die Parapsychologie hat, dass ein empirisches Arbeiten meist nicht gewährleistet ist. Und wir müssen natürlich versuchen, da ein bisschen entgegenzuwirken. Und eine einheitliche Sprache und Kladistik ist der erste Weg dahin. Damit kommen wir zur Terminologie. Das passt ganz gut zur Sprache, super Überleitung. Und die Terminologie, die beschreibt halt einen spezifischen Fachwortschatz eines Bereiches, in dem Fall eines Wissenschaftsbereiches, gibt es halt überall. Sie dient halt dazu, einheitliche Begriffe innerhalb des Bereiches zu definieren, die dann in diesen eindeutige Verwendung finden und so die Kommunikation verbessern. Zum Beispiel Kladistik
in der Biologie. Wenn das jemand als Biologe verwendet, dann weiß jeder andere gleich, worum es geht. Man muss halt dann nicht sagen, ja, ich rede heute über die Abgrenzung von Organismen anhand gleicher und unterschiedlicher Merkmale in Form eines Stammbaums. Man sagt nur, ich rede über Kladistik. Folgende Begriffe sind für die grundlegende parapsychologische Terminologie wichtig. Im Rahmen der Vorlesung, je nach Teilgebiet, werde ich dann immer wieder ein paar einstreuen, die wir brauchen. Allerdings wäre es Quatsch, das jetzt zu machen, weil es sind sehr, sehr viele. Sie sind auch in der Öffentlichkeit halt noch nicht wirklich geordnet. Und das Problem ist, wenn man die jetzt alle einmal hört, dann wird man die höchstwahrscheinlich, wenn man sie nicht dauernd verwendet, wieder vergessen. Daher die anderen dann an der passenden Stelle und die hier, die brauchen wir immer. Das erste ist der Begriff des Agenten. Das ist eine Person, welche parapsychologische Ereignisse erlebt hat. Oftmals hört man dann eher den Begriff Opfer. Opfer ist halt nur kein sehr schöner Begriff. Er ist halt sehr selten passend. Opfer ist ja immer jemand, dem etwas Negatives widerfahren ist. Und die wenigsten Geister oder Poltergeister, das sind ja das Sachen, die am meisten berichtet werden, haben den wirklich schädlichen Einfluss. Es ist eher so wie jemand, der neugierig mit im Raum ist oder gar nicht merkt, dass er im Raum ist. Von daher ist der Begriff Opfer immer sehr, ich sage mal, ein bisschen verlustierend, ein bisschen negativ. Deswegen Agent ist da der bessere Begriff. Medium kennt, glaube ich, jeder. Das ist eine Person, welche vorgibt, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich sage bewusst vorgibt. Es gibt halt genug Leute, die sagen, sie sind Medium und, naja, einen Beweis zu liefern, fällt da manchmal schwer. Drittens ist der frequentierte Ort. Frequentiert ist halt Fachbegriff für heimgesucht, ist halt ein Ort mit Spukphänomen. Und viertens ist die Entität. Das werdet ihr in unserem Video schon sehr, sehr oft gehört haben, dass vor allem ich das Wort sehr gerne verwende. Ich versuche den Begriff Geist zu meiden, weil ich halt nicht immer weiß, ob es ein Geist ist. Da kommen wir in den Rahmen der Klassizität dazu. Dass eine Entität ist eine Art Überbegriff, die noch nicht definiert ist. Es ist halt einfach eine nicht körperliche Präsenz. Ein Geist hingegen wäre schon wieder eine intelligente, lokal jedoch begrenzte Präsenz. Also man muss hier dann schon wirklich in die Details gehen. Deswegen Entität, das ist der Überbegriff, wenn man nicht genau weiß, um was für eine nicht körperliche Präsenz es sich handelt. Damit kommen wir zum Forschungsablauf. Also der, wie wir vorgehen, das kann man natürlich anders machen. Kommt halt nur darauf an, welches Ziel man hat. Nur das wäre jetzt ein Ablauf, der uns erachtens empfehlenswert wäre, der dazu führt, dass alles gut dokumentiert ist. Und ja, den stelle ich euch einfach mal kurz vor. Jeder Fall beginnt mit einer Grundlagenrecherche. Das klingt jetzt erstmal gehoben, bedeutet aber so viel, wir lesen eine Literatur, wir hören von jemandem eine Geschichte, wir sehen ein Video, in dem irgendwas passiert, was unerklärlich ist. Dann dokumentieren wir das und das ist der Beginn der Akte. Da steht am Anfang noch nicht viel drin. Ich mache mal ein Beispiel. Schwarze Führer ist eine Buchreihe, die wir gerne verwenden, auch wenn, ich sage mal, nur 20% davon verwertbar ist. Aber dann steht halt da Quelle, Schwarze Führer, Seite sowieso, ISBN sowieso. Und ich erfinde jetzt einfach mal was. In Robertsburg geht der Geist von einem Schmied um, der hat damals die Leute geprellt. So, viel mehr steht dann nicht. Das ist halt der Beginn der Akte. Und führt uns direkt zum zweiten Punkt der Aufbaurecherche. Die Grundlagenakte wird dann gefüllt. Es werden halt andere Quellen gesucht. Gibt es jemand anders, der das ähnlich berichtet? Gibt es da Unterschiede zwischen den Geschichten, Gemeinsamkeiten? Wo ist das genau passiert? Wann ist das passiert? Wie ist der Hintergrund dazu? Also ist vielleicht tatsächlich ein Mord geschehen oder irgendein anderes tragisches Ereignis? Das wird dann recherchiert und die Akte wird gefüllt. Im Rahmen der Füllung der Akte muss natürlich auch geschaut werden, wie sieht es aus mit der Genehmigung. Das ist dann der dritte Punkt. Wenn das ein Ort ist, der halt nicht frei begehbar ist, wo man also eine Dreh- und Forschungsgenehmigung benötigt, wird natürlich nach Kontakten gesucht, um die dort zu erwirken. Und man muss halt natürlich auch schauen, wenn man Personen mit drauf haben sollte, dass man im Rahmen des BDSG und der DSGVO die Datenschutzbestimmung einhält und man braucht halt für jeden, der damit rumläuft, eine Genehmigung von derjenigen Person. Das ist bei zum Beispiel Jan, der eigentlich bei so gut wie jedem Video mit dabei ist, nicht das Problem. Die Genehmigung hat er mir dauerhaft erteilt, was klar ist, das ist Teil der Mitarbeit.
Aber wenn man jetzt bei einem öffentlichen Platz zum Beispiel ist, wo man keine Drehgenehmigung an sich benötigt, aber Leute durchs Bild laufen, braucht man streng genommen für jedes Gesicht, was erkennbar ist, von der Person eine Erlaubnis. Ist natürlich auch immer ein Abwägen, so nach dem Motto, haben wir jetzt wirklich geschadet, aber streng genommen ist das dem Datenschutzgesetz erst einmal egal. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, weil das wichtig ist, weil, wie gesagt, das hängt so ein bisschen von den Orten ab, was die Genehmigung angeht. Haben wir einen öffentlichen Platz, also wo jeder unbehelligt hin kann, wo es keine Absperrung und so weiter gibt, dann kann einem niemand das Drehen verbieten und auch die Forschung nicht, es sei denn natürlich, man treibt die Forschung so weit, dass man den Publikumsverkehr massiv behindert oder feste Installation verursacht anzubringen. Das machen wir natürlich nicht, aber falls man auf die Idee käme, das geht natürlich nicht. Nachteil ist dabei allerdings der hohe Publikumsverkehr, der kann Untersuchungen stören, was natürlich gut denkbar ist. Ich mache mal ein Beispiel, wenn man auf einem öffentlichen Platz wäre, und sagen wir jetzt einfach einen Marktplatz und da soll ein Geist zur Mittagsstunde umgehen, da ist Markttag. Es wird sehr schwer sein, selbst wenn der Geist dort auftauchen sollte, ihn zu sehen, dann ihn noch aufzunehmen, ohne dass man noch ein anderes Gesicht drauf hat, oder irgendwelche Audioaufnahmen zu machen. Messung mit einem EMF-Meter, egal welches, wird auch nichts hier bringen. Die Leute, die rumrennen, die haben alle ihr Smartphone an und natürlich nicht auf Flugmodus, was man ihnen auch nicht vorwerfen kann, berechtigterweise. Und das muss, sollte man auch tolerieren. Die sind ja eigentlich alle da, weil sie auf den Markt wollen. Hier, wir als Forscher sind ja dann störend. Und dadurch haben wir hohe EMF-Emissionen. Thermal bringt auch nichts, weil die natürlich auch alle Wärme haben. Das macht die Sache dann sehr schwer. Das ist immer so ein Abwägen. So ein Mittelding ist ein Lost Place. Problem ist, es ist so eine rechtliche Grauzone gerade in Deutschland. Es gilt grundsätzlich, wenn das Ding nicht befriedet ist, dann braucht man keine Dreh- und Forschungsgenehmigung, ansonsten aber schon. Und spätestens dann hat man ein Problem, weil so ein Lost Place ist halt deswegen ein Lost Place, weil der Eigentümer sich darum nicht kümmert. Deswegen ist der Eigentümer auch sehr schwer zu ermitteln. Wer jetzt clever ist und sagt, ja Moment, das ist eine Immobilie steht in einem Grundbuch, Grundbuch. Da kann man doch nachfragen. Stimmt, natürlich kann man das machen, haben wir auch schon öfters versucht. Aber seit dem Datenschutzgesetz, seit der von Erneuerung, ist das Problem, man darf, das wurde mir tatsächlich so bestätigt, bitte nicht lachen, man darf nur bei einem Grundstück fragen, wer der Eigentümer ist, wenn man dem Grundbuchamt vom Eigentümer eine Vollmacht vorlegt. Vielleicht merkt ihr auch das Problem, was ich den Leuten schon öfters versucht habe zu erläutern, was die auch verstehen, aber die nicht ändern können. Die können auch nichts gegen das Gesetz tun. Wenn ich eine Vollmacht vom Eigentümer hätte, dann würde ich nicht fragen, wer der Eigentümer ist. So, und das kommt dann, ist dann der Punkt, wo man anfängt, sich einen Kreis zu drehen. Das gilt auch bei vielen anderen Dingen. Es gibt auch besondere Rechte, in den Wald zu filmen. Das gibt nämlich das Waldrecht. Muss man halt auch schauen, ist auch von Bundesland zu Bundesland anders. Da gibt es auch wieder Sachen. In der Regel darf man nur aus wissenschaftlichen oder Bildungszwecken filmen. Da könnte man als Parapsychologe reinkommen. Muss aber natürlich auch aufpassen, dass man jetzt den Wald selbst nicht stört, also keine Tiere etc. Und das mit einer Genehmigung ist auch wieder sehr schwer. Auch hier ist der Eigentümer wieder sehr schwer zu finden. Ja, deswegen rechtliche Grauzone. Man muss halt immer schauen. Grundsätzlich im Worst Case Finger von sein lassen, aber die meisten, die auch wahrscheinlich Urbexer kennen, kennen diese grundlegende Problematik und die Regeln dazu. Und deswegen kann ich jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Aber ansonsten, aus drehtechnischer Sicht ist ein Lost Place in der Regel mal ganz gut. Es kommen einem halt ab und an mal ein paar Urbexer entgegen, wenn man denn da ist. Und die stören nicht allzu sehr. Kommt gut, kommt an. Wir hatten jetzt auch einen gehabt im Platz. Da war genauso viel los wie auf dem öffentlichen Platz. Aber das gehört halt auch dazu. Und in Deutschland ist halt das große Problem, der Eigentümer ist immer in der Haftung. Und deswegen gibt es halt diese Regel mit der Befriedung. Die sind halt auch verpflichtet, die Dinger zuzumachen. Weil wenn man sich dort vor Ort verletzt, dann ist das vollkommen egal, was man unterschreibt oder was man sagt. Der Eigentümer kriegt mindestens eine Mitschuld und ist in der Mithaftung. Und das wollen die meisten natürlich nicht. Damit kommen wir aber zum nächsten. Ein Gebäude mit aktiver Nutzung, also wirklich Wohngebäude, wo Leute drin wohnen oder eine Betriebsstätte, in dem Betrieb stattfindet. Vorteil ist natürlich, wenn man da rein darf, dann kann man da ohne Störfaktoren forschen. Das ist genial.
Man kann das Objekt in der Regel abschließen, man hat dort seine Ruhe, man kann Störquellen komplett ausschließen. Und genau das ist aber auch der Nachteil. Um den Betrieb nicht zu stören, ist es halt sehr schwer, den Eigentümer dazu zu überreden. Nach Betriebsschluss hat man ab und an gute Möglichkeiten. Bei einer Wohnung, wenn es der Eigentümer auch der Bewohner ist, sehen die Chancen auch ganz gut aus. Aber bei Fremdvermietung ist es natürlich wegen der Unanfechtbarkeit der Wohnung sehr schwer, da was zu machen. Da muss der Mieter natürlich auch zustimmen. Aber grundsätzlich ist das nicht unmöglich. So, jetzt haben wir genug bei der Genehmigung. Kommen wir zur Organisation. Organisation ist halt das Grundlegende. Wie viele Leute kommen mit? Wann machen wir am besten die Untersuchung? Da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, soll der Geist halt nachts umgehen? Es gibt auch welche, die am Tag umgehen. Manche gehen nur um, wenn Frauen in der Nähe sind. Manche nur bei gewissen Ereignissen, zum Beispiel bei Gewitter oder sowas. Das muss man alles berücksichtigen. Natürlich müssen die Leute, die man mitnimmt, auch Zeit haben. Man muss die Teamgröße abschätzen. An einem ganz kleinen Ort ist es nicht zu empfehlen, dass man einen Haufen Leute mitnimmt. Man stellt sich gegenseitig nur auf die Füße und jede Person mehr ist eine Störquelle auch mehr, muss man so sagen, wie es ist. Ist es allerdings ein riesengroßer Ort, dann lohnt es sich vielleicht in Teams aufzuspalten, dass man denen komplett abgehen kann. Das sind halt so Sachen, die man beachten muss. Und natürlich, welche Ausrüstung nimmt man mit? Bin ich auf einer großen, weiten Floor, dann wird mir die Kinect nicht sehr viel bringen. In kleinen, engen Räumen kann ich sie dafür sehr gut einsetzen. Da ist aber zum Beispiel eine Laserlichtschranke eher sinnfrei oder eine Shadowmaster-Schranke. Es sei denn natürlich, da sind gerade Schattenmenschen berichtet worden. Muss man ein bisschen abwägen. Dann kommen wir zum Kernstück, das, was man die meisten Großteil sehen, ist die praktische Untersuchung. Also man geht zum Untersuchungsort, versucht die Phänomene, die man in der Grundlage und Aufbaurecherche gefunden hat, zu finden, zu dokumentieren, schaut natürlich aber noch nach anderen Sachen, ob irgendwas anderes passiert, muss aber auch mal im Hinterkopf haben, dass die Sachen in der Regel nicht einheitlich sind. Also es kann sein, dass man fünfmal hinfährt und da ist nichts und beim sechsten Mal ist dann was oder umgekehrt, beim ersten Mal ist was und dann fünfmal nichts, selbst wenn die Bedingungen ähnlich sind. Man kann es halt nicht erzwingen und das ist halt gerade auch das Problem der Empirie, weswegen die Wissenschaft nicht anerkannt wird, wobei ich dann halt immer persönlich sage, es liegt daran, dass wir sie noch nicht verstehen. In dem Moment, wo wir dachten, dass die Welt flach ist, da haben wir auch noch nicht versucht, über das Meer zu segeln, bis irgendwann auf die Idee kam, hey, hinter dem Meer, da gibt es bestimmt noch was anderes. Oder auch die Erkundung des Alls. Das sind alles so Beispiele. Aber man muss halt irgendwann damit anfangen. So, haben wir dann die ganzen Forschung abgeschlossen, kommt zur Auswertung. Das heißt, ich sitze hier am PC, schaue mir die ganzen Video- und Audioaufnahmen nochmal an, versuche zu schauen, ob da irgendwas zu hören oder zu sehen ist, was vor Ort uns vielleicht entgangen ist. Auf jeden Fall beim Monitoring. Monitoring macht man halt meist da, wo man selber nicht ist, sonst wäre es nicht sinnvoll. Und genau, wenn man dann die ganzen Sachen hat, wird ein Protokoll geführt. Das ist so standardmäßiges Protokoll, das Abstract spare ich mir mittlerweile. Es ist eher wirklich tatsächlich so, dass ich das in drei großen Punkten mache. Der erste Punkt ist dann so, ich sage mal, die Grundlagen, was ist da passiert, wie ist also die Akte, auf die ich dann die Regel verweise. Dann kommt die Auswertung, wo ich schreibe Stunde, Minute, Sekunde von Sony zum Beispiel. Da ist das passiert, da ist das zu sehen. Ein Punkt. Dann erfolgt auch die Vergabe der Parascore-Punkte. In dem nächsten Punkt wird dann geschaut, kann man das vielleicht irgendwie erklären, gibt es Zusammenhänge, zum Beispiel bei der U-Verlagerung, da haben wir ja versucht zu überprüfen, ob die Züge, die Fahrzeiten vielleicht mit den sehr, sehr häufigen Ausstiegen der Paralites irgendwie korrelieren, was ich dann aber verneinen konnte oder musste besser gesagt. Und ja, das ist jetzt der ganze Auswertungsteil. Dann kommt zum Video, das ist das, was ihr sonst halt seht. Das Video basiert mehr oder weniger auf der Auswertung. Alle relevanten, dort dokumentierten Sachen werden halt mit Video- und Audioaufnahmen reingeschnitten. Natürlich zwischendurch auch der Weg dahin, damit der Kontext nicht ganz verloren geht und damit es wie eine kleine Begehung für euch ist, aber trotzdem gekürzt auf die wichtigsten Sachen. Und wie gesagt, wir stehen für freie Wissenschaft, deswegen sind alle unsere Videos unter der Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0.
Was bedeutet das? Das bedeutet, jeder kann die Videos zu allen möglichen Zwecken verwenden. Unter zwei Voraussetzungen. Erstens, wir sind als Urheber zu nennen. Und zweitens, was auch immer er damit macht, wenn er selbst ein Video stellt, ein Buch druckt, eine Präsentation hält, was auch immer, dann muss er dieses, sein eigenes Machwert unter genau dieselbe Lizenz stellen. So wird garantiert, dass das freie Wissen, was wir hier generiert haben, auch weitergegeben wird. Das ist eine total tolle Sache. Diese Lizenz ist eine der genialsten Sachen von Lizenzrecht, die seit Ewigkeiten eigentlich gemacht wurden. Und dafür stehen wir dann halt auch. So, als letztes dann halt die Forschung an sich. Durch Abgleich der recherchierten Fakten und gesammelten Daten lassen sich dann natürlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Phänomenen feststellen. Das führt dann auch wieder zur Kladistik. Und das sind dann die Basis für die weitere Forschung, in denen Thesen aufgestellt und getestet werden. Im Rahmen dieser Vorlesung werde ich euch auch verschiedenste Thesen vorstellen. Ich habe schon 3 Stück selber formuliert. Wir kommen dann noch später dazu. Aber erstmal weiter im Text. Die Betrachtung von Phänomenen unter naturwissenschaftlichen und psychologischen Aspekten lässt Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten von Phänomenen schließen und anhand dieser Thesen Experimente und Geräte entwickeln, welche das Verständnis über die entsprechenden Phänomene vertieft und weitere Forschung etabliert. Ja, auch hier habe ich anhand der Basis schon 3 Konstruktionen skizziert, nicht gebaut. Ich suche da noch einen Ingenieur für, aber die sollen halt auch entwickelt und getestet werden. Letztendlich bleibt es aber das Ziel, Phänomene in kladistische Gruppen zu unterteilen, um sie eindeutig zu klassifizieren, die zugrunde liegenden natürlichen Gesetzmäßigkeiten bei unintelligenten Phänomenen und psychologischen Motive bei intelligenten Phänomenen zu erforschen und Phänomene so deklarier- und erklärbar zu machen. Das ist so das Hauptziel, die Parapsychologie wirklich wieder zurück auf den Stand der Wissenschaft zu bringen, was ein bisschen vernachlässigt wurde. Damit sind wir beim letzten Punkt, der aber auch der ausführlichste ist, die Kritik. Ich entschuldige mich direkt vorab, wenn ich jetzt etwas emotional werden sollte. Die Sache ist halt die, dass ich mache das hier nicht als Hauptberuf oder so, sondern weil mir da die Parapsychologie und die Forschung am Herzen liegt und weil es sehr, sehr viele Missstände gibt. Und ich rede jetzt nicht von den vielen YouTubern, die ihre Videos bewusst faken, das manchmal zugeben, manchmal nicht, um Klicks zu generieren, sondern ich rede tatsächlich so ein bisschen an der Hexenverfolgung, nenne ich es mal gerne, die Hexenjagd der Parapsychologie, die stattfindet oder stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es nicht mehr viel zu jagen. Denn meines Erachtens ist diese Wissenschaft zu Unrecht in die pseudowissenschaftliche Ecke gedrängt worden. Und deswegen bitte ich zu verzeihen, falsche Emotionalwerte. Ich möchte aber, es gibt haufenweise Beispiele. Ich möchte hier dann nur die wichtigsten 2, sage ich mal, nennen. Wenn ihr gerne mehr darüber hören möchtet, also über Fälle, die gut parapsychologisch erforscht und deklariert sind, aber im Nachhinein nicht mehr so berichtet werden. Ich blicke hier mal kurz böse zu Wikipedia rüber und gebe noch einen kleinen Aufschub. Ich bin Wikipedia-Fan. In vielen Punkten machen die tolle Sachen, aber in vielen sind sie auch sehr subjektiv. Gerade in der Parapsychologie wird eigentlich nur das Negative aufgelistet und nie die Erfolge. Das ist sehr, sehr gemein und führt auch zum Rufmord an sehr tollen Wissenschaftlern. Ich weiß gar nicht, ob es Glück oder Pech wäre, wenn ich da mal auftauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich unterstütze ich Wikipedia jedes Jahr mit einer kleinen Spende, aber nicht für die Parapsychologie, sondern für die Biologie. Da leisten die wirklich gute Arbeit. Kann ich allerdings natürlich nicht so in die Bahn lenken. Es gibt auch einen Doktor bei Wikipedia, der hat sich zurückgezogen, gerade aus diesem Grund, weil die Sachen dort subjektiv, ich sag mal, zensiert werden. So hart das auch klingen möge. Er hat selbst haufenweise Artikel geschrieben und ist auch fester Bestandteil von Wikipedia. Und hat aber auch selbst gesagt, er wird in Zukunft keine mehr schreiben, weil viele von seinen trotz guter Belege gelöscht wurden, nur weil sie ins Gesamtkonzept nicht passen und ihm das stört, dass Wikipedia weniger von einer freien Enzyklopädie, wie es mal gewollt war, immer mehr zu einer subjektiven Enzyklopädie wird. Das sieht man sehr oft, auch wirklich ein Beispiel der Parapsychologie. Da wird in den vielen Fällen zum Beispiel gar nicht geschrieben, ein
Medium war unterwegs, sondern eine Person, die vorgab, ein Medium zu sein, oder nicht der Parapsychologe sowieso, sondern der angebliche Wissenschaftler. Also es wird dann immer schon alles negativ konnotiert. Und es werden auch oftmals bewusst positive Fakten, also die für die Parapsychologie sprechen, weggelassen. Dr. Keith Parsons hat sich damit intensiv befasst. Den Link seht ihr dann gleich, den packe ich aber auch runter ins Video, zu seinem englischen Kanal, wo er solche Missstände aufdeckt, gebe ich euch gerne mit. Zwei Sachen werde ich hier selbst erläutern. Wie gesagt, ich möchte das jetzt endlich abbrechen, ich rede da schon viel zu lang drüber. Wenn ihr mehr davon wollt, sagt bitte einfach mal in den Kommentaren Bescheid, dann gucken wir mal, was wir da machen können. Zu der Kritik hier gehe ich nur auf zwei ein, davon eine ausführlich. So, jetzt gehen wir aber richtig in die Materie. Bis 1990 war die Parapsychologie weltweit eine anerkannte Wissenschaft. Die offizielle Forschung endete 2001 in Deutschland. Seit dahin gilt die Parapsychologie in Deutschland als Pseudowissenschaft und ja, gibt auch keine offizielle Wissenschaftsförderung etc. mehr. Es gibt noch zwei Relikte in Freiburg. Die parapsychologische Beratungsstelle von Dr. Dr. Lucadou, der taucht ab und an auch ein paar Medien auf. Ich will den Kollegen jetzt nicht zu sehr kritisieren. Wir haben verschiedene Ansätze. Ich muss sagen, er hat die Quantenspukthese entwickelt. Das ist so, sagen wir, sein größtes Machwerk. Die wird auch sehr stark gefeiert. Ich persönlich kann sie nicht feiern. Ich finde die These an sich gar nicht mal so schlecht. Die Sache ist halt nur die, er hat die ganz normale RSPK-Poltergeist-These, die auch in Freiburg von Hans Benter entwickelt wurde, genommen und hat sie einfach mit quantenmechanischen Begriffen ersetzt. Gut, er beschreibt dann so ein bisschen eher das Wie, und zwar, dass Quantensprünge stattfinden können, die Spuk verursachen. Das mag auch sein. Es ist jetzt nicht besser als die Thesen, die ich selber habe. Aber der Hype ist, finde ich, jetzt nicht so ganz gerechtfertigt. Auf jeden Fall gibt es diese Beratungsstelle. Da kommen jährlich, die Quellen variieren, man sagt 1000 bis 5000 Leute, die sich mit Problemen melden. Und ein ganz kleiner Prozentsatz wird nachgegangen, weil oftmals wird am Telefon schon gesagt bzw. unterstellt, dass die Leute einfach nur etwas fehldeuten, also dass zum Beispiel Türen knallen, weil Windzug ist und dergleichen. Ob das dann stimmt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne nicht einen der Fälle, ich war bei keinem dabei. Aber es wird halt nur ein kleiner Prozentsatz Nachgang. Wahrscheinlich, weil es personell auch anders gar nicht möglich ist. Schön, dass es überhaupt sowas gibt. Das zweite hat der Hans Bender ins Leben gerufen, als er noch lebte. Das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Hier sind weniger so auf Spukphänomene spezialisiert, sondern eher so auf Telepathie, Präkognition, Postkognition und sowas in der Richtung. Aber auch zu denen kann ich nicht viel sagen, weil die sind dann eher so der theoretische Aspekt, während wir uns hier mit dem praktischen befassen. Wie gesagt, also wir befassen sich noch grundlegend mit diesen Phänomenen, aber unter dem psychologischen Teilgebiet der grenzwissenschaftlichen Psychologie werden sie geführt. Also die sind offiziell keine Parapsychologen mehr, sondern grenzwissenschaftliche Psychologen. Weil den Begriff darf man noch führen. Das Ende der Parapsychologie wurde dadurch eingeleitet, dass naturwissenschaftliche Erklärungen für die meisten Phänomene definiert wurden und unterstellt wurde, dass frühere Forscher nicht sauber gearbeitet und viele Schwindel daher nicht erkannt hätten. Ab hier beginnt meine Kritik in mehreren Punkten. Der erste Punkt ist, viele der gefundenen Erklärungen sind wissenschaftlich nicht haltbar. Ich habe da einige Kuriositäten, zum Beispiel stelle ich euch jetzt mal folgende vor. Eine These ist, dass Geistersichtungen darauf beruhen, dass es unterirdische Flüsse gibt, welche unseren Glaskörper im Auge, den Ziliarkörper, zum Vibrieren bringen, was dazu führen soll, dass Staub in der Luft vom Auge fälschlich durch Pareidolie, also Pareidolie, das ist das Phänomen, dass unser Auge versucht, in Dingen und Gestalten Sachen, die humanoid oder bekannt sind, zu erkennen, auch wenn es gar nicht ist, als humane Gestalt erkannt wird, was dann als Geist bezeichnet wird. Also stellt euch vor, ihr geht in den Raum, das Staub, unterirdisches Fluss, den merkt ihr zwar nicht, aber euer Auge fängt an zu vibrieren und aus der Staubwolke in der Luft nimmt euer Auge den Reiz wahr, euer Gehirn deutet das bereits schon als Schem und das ist dann der Geist. Ist natürlich sehr lächerlich. Es spukt nicht nur da, wo unterirdische Flüsse sind und auch nicht nur da, wo Staub ist. Da gibt es keinen evidenten Zusammenhang. Das ist schlicht und ergreifend. Die drei wichtigsten Punkte sind hier alle nicht erfüllt der Wissenschaft. Es ist nicht signifikant. Es ist nicht empirisch, denn es wurde nie getestet. Und es ist auch nicht
Kausal? Weil der Zusammenhang ist nicht logisch. Vibrierende Luft, beziehungsweise vibrierender Staub, ist nicht leicht eine Geisterscheinung. Zudem wird hier vernachlässigt, dass neben Geisterscheinungen viel häufiger Geräusche und Bewegungen auftauchen. Zweitens, das ist der Punkt, wo ich jetzt sehr intensiv in den Fall reingehe. Viele Berichte wurden nie falsifiziert, dennoch wurden die vorangegangenen Forschungserfolge nicht mehr anerkannt. Wenn ihr zum Beispiel Wikipedia Gerard Croisette, nicht Croissant, ich will Croissant sagen, der heißt aber Croisette, eingibt, dann werdet ihr finden, Medium, Parapsychologe, hat insgesamt drei Fälle betreut. In den Fällen gab es aber nie den Beweis, dass er recht hatte. Es wurde nie ein Opfer gefunden, obwohl er sich als parapsychologischer Ermittler verstanden hat. Daher widerlegt. Allerdings wird bei Wikipedia kurz genannt, dass es eine Untersuchung gab, die streng wissenschaftlich erfolgte. Die war extrem positiv. Das wird allerdings nicht genannt. Es wird nur kurz erwähnt, dass es diese Untersuchung gab und dass das als sein berühmteste gilt. Dass sie aber wirklich positiv ausfiel, wurde nicht erwähnt, genau wie viele, viele andere Thesen, wo er zu Mordfällen etc. haufenweise Details genannt hat, die tatsächlich dann so waren, obwohl er gar nicht vor Ort war. Aber hier das eine sein bestes Beispiel. Denn er konnte hier ganz detailgenaue Beschreibungen machen. Folgendes Experiment. Unter einem Wissenschaftler gemacht mit vielen Kollegen. Unser Freund Croisette erhielt einen Sitzplatz für eine Sitzung, die 25 Tage später an einem Ort, der 58 Kilometer entfernt war, stattfinden sollte. Zu dem Zeitpunkt gab es weder Gästelisten und auch keinen Sitzplan. Insgesamt gab es 30 Sitzplätze und Croisette wählte Platz 9 aus und sagte: Zu diesem Platz möchte ich eine Vorhersage treffen. Folgende Vorhersagen hat er dann getroffen und die wurden dann mit Audiorekorder dokumentiert, aber auch mit Protokoll. Erstens, weil ich mache A, damit ich meine Nummerierung hier nicht durcheinander komme. Eine fröhliche, aktive Frau im mittleren Alter, die sich für Kinderbetreuung interessiert, wird sich am Tag der Sitzung auf diesen Platz setzen. Zwischen 1928 und 1930 war sie öfters zwischen dem Kehrhaus und dem Straßburger Zirkus auf der Seeseite von Chevening unterwegs gewesen. Das ist in Großbritannien, genau genommen England. Als Kind hätte sie viele Erfahrungen in der Käsezubereitung gesammelt, wobei die Farm Feuer fing und viele Tiere verbrannten. Weiter sah er drei Jungs, einer davon mit einem Job in Übersee in einem britischen Territorium. Er vermutete, sie sah das Bild eines Maharaja mit einer starken emotionalen Verbindung zu Opern und überlegte, dass es sich vielleicht um die erste Oper handelte, die sie je gesehen hatte, weil sie halt so emotional darauf eingestimmt war. Am Tag der Sitzung würde die Frau ein kleines Mädchen zum Zahnarzt gebracht haben, das dort für sehr viel Aufsehen sorgte. Das waren die sieben wichtigsten der 12 Vorhersagen, die er gemacht hat. Die anderen fünf kann ich euch nicht wiedergeben, die stehen nur in der Originalquelle, aber wurden jetzt nicht weiter veröffentlicht. Deswegen, ich kann euch nur die sieben geben. Und muss dazu sagen, auch wenn ich jetzt nur sechs genannt habe, das Bild des Maharaja und die Aussage zu der Oper wurden getrennt gewertet und damit sind es sieben. So, das sind also sieben Vorhersagen, die unglaublich speziell sind. Schon dass eine zutrifft, wäre sehr unwahrscheinlich. Höchstens die letzte könnte man eventuell, aber das klappt nur, wenn es wirklich eine Frau ist, sie eine Tochter oder ein kleines Mädchen hat und an dem Tag beim Zahnarzt war selbst. Das ist statistisch absolut irreal. Ja, wir beide lassen im Hinterkopf sieben Aussagen, die dokumentiert wurden, beziehungsweise 12, aber fünf davon, die nicht dokumentiert wurden. Es hieß, dass alle 12 mehr oder weniger zutreffend waren. Aber diesen sieben waren wohl die wichtigsten, die dann auch veröffentlicht wurden. Gut. Wie gesagt, alle Aussagen wurden protokolliert und dann kamen die in den versiegelten Briefumschlag. Man hat vorher noch Kopien gemacht. Eine Helferin hatte danach die Aufgabe und hat es auch gemacht, 30 Einladungen an verschiedene Leute ihrer Wahl zu versenden. Selbst die Forscher, die das Experiment gesteuert haben, haben diese 30 Leute nicht gekannt. Aber in der Sitzung wurden die Plätze zufällig mittels gezogener Karten zugewiesen. Da kamen ja die 30 Gäste, jeder zog eine Karte und hat dann dadurch einen Sitzplatz zugewiesen bekommen.
Jeder Teilnehmer erhielt eine Kopie von Croisettes Vorhersagung und sollte Bescheid geben, ob etwas auf ihn zutrifft. Erst danach wurde Croissant oder Croisette in das Gebäude gelassen. Ja, also, er hatte keinen Einfluss. Und auch die durchführenden Experimentatoren hatten keinen Einfluss. Die Plätze waren zufällig, die Teilnehmer waren zufällig. Jetzt kommen wir zum beeindruckenden Ergebnis. Keine der 12 Aussagen, die er getroffen hatte, traf auf eine der anderen Personen zu, die nicht auf Platz 9 saßen. Also, wir können auch sagen, seine Aussagen waren nicht so allgemein, wie das zum Beispiel jemand macht mit Kartentricks. Oh, ich sehe jemanden mit E, der ihm was bedeutet. Oh ja, Tante Erika. Ja genau, es ist Tante Erika. Leider so ein Standardtrick halt. Aber bei 30 Personen und 12 Aussagen, wenn das so allgemeine Aussagen gewesen wären, hätten die auf mehrere Leute zutreffen müssen. Aber nein, auf alle anderen Personen traf nichts davon zu. Die gute Frau, und es war eine Frau, die auf Platz 9 saß, bestätigte, dass ein Großteil der Aussagen stimmte und nur einige Details fehlerhaft waren. Das wurde natürlich dann im Nachhinein auch so gut es ging geprüft. Das, was in der Vergangenheit lag, ließ sich schwer prüfen, aber so die, sagen wir, Verwandtschaftsverhältnisse, so das ging. Deswegen in Grün jetzt, was auf jeden Fall zutraf. In Gelb habe ich gemacht, wo man drüber diskutieren kann. Rot gab es leider nichts, oder Gott sei Dank nichts, sage ich mal. Und zwar war es so, A, die Frau gab an, 42 Jahre alt, aktiv und interessiert in Kinderbetreuung zu sein. Genau das hat er gesagt, im mittleren Alter, aktiv und ist interessiert in Kinderbetreuung. B, als Kind war sie oft unterwegs in Scheveningen. Auch das konnte kein Zufall sein. C, das teilen wir an zwei Sachen. Als Kind besuchte sie Farm und stellte dort Butter und Käse her. Er hat ja gesagt gehabt, sie hatte viel mit Käseverarbeitung zu tun. Das, was er dann noch dazu sagte in dem Zusammenhang war, dass sie sah, wie viele Tiere verbrannten. Das stimmte nicht in dem Sinne. Denn an einem Tag sah sie, wie ein Pferd von einem Blitz niedergestreckt wurde. Streng genommen ist es kein Brand und sind auch nicht mehrere Tiere. Vielleicht hat der Blitz ein Feuer verursacht und das hatte er gesehen und vielleicht das tote Tier und hat es vielleicht so gedeutet. Ist halt sehr schwer. Deswegen, Gelb, es hat schon irgendwas damit zu tun, also es ist nicht ganz abwegig. D. Sie hatte drei Schwäger, einer davon in Singapur, welches damals in britische Kolonie war. Genau das hat er gesagt, drei Jungs, drei Männer und einer davon in der britischen Kolonie. Gut, hier können wir diskutieren. Die einzelnen Punkte, drei Schwäger zu haben, wäre statistisch noch möglich und einer in der britischen Kolonie wäre statistisch auch möglich, gab ja damals einige. Aber beides zusammen ist dann schon wieder unwahrscheinlich. E. Er hatte ja gesagt, sie hätte das Bild eines Maharajas gesehen, aber sie sagte, sie sah vor einigen Tagen das Bild eines Yogis. Jetzt kann man nun wirklich drüber diskutieren. Also auf den ersten Blick einen Maharaja und einen Yogi auseinanderzuhalten, ist echt nicht leicht. Und das ist wirklich, glaube ich, nur so eine Interpretationssache von ihm gewesen, wenn er wirklich da einen Blick in die Zukunft gewagt hatte. Ich würde jetzt ganz ehrlich auch, zum Beispiel, ich mache als Beispiel, jemanden in einer braunen Robe sehen, würde ich grundsätzlich wahrscheinlich auch sagen, das ist ein Mönch. Wenn da einer zu mir kommt, du hast es gehört, dass der Typ ist ein Schauspieler, der hat nur die Rolle von einem Pfarrer gespielt, der damals noch eine Mönchsrobe trug. Ja, das ist Auslegungssache. Deswegen, das hier würde ich ihm tatsächlich auch nicht als falsch angreifen wollen. Das ist meines Erachtens sehr nah dran. Und der zweite Teil war auf jeden Fall richtig. Er sagt ja, dass die Oper ihr sehr viel bedeutete, hat das ja geschlussfolgert. Und tatsächlich ist so, sie bedeutet ihr viel, denn sie war Opernsängerin und hatte sich damals glücklich in den Tenor verliebt. Und deswegen war das für sie sehr emotional. Sein Gedanke, dass die Oper vielleicht für sie so emotional war, weil es die erste war, war halt nicht richtig, aber das war halt eine tatsächliche Interpretation. Die Grundaussage stimmte aber. Und F. Am Tag der Sitzung war es mit ihrer Tochter ein Zahnarzt, die dort vor Angst und Schmerz schrie. Gut, Zahnarzt und vor Angst und Schmerz schreien, die Vorhersage kann man wohl besonders bei Kindern sehr leicht treffen. Doch dass genau diese Frau, die sich auf diesen Platz setzt, an diesem Tag eine Tochter hat, mit der sie beim Zahnarzt war, das muss man erstmal statistisch irgendwie auswerfen. Das heißt, wir haben grundlegend alle Aussagen bestätigt. Meinetwegen gehe ich noch mit zu sagen, zwei Teile bestätigt, auch mindestens 5 von 12 Aussagen, die man finden kann, die unglaublich ins Detail gingen, waren richtig. Das kann kein Zufall mehr sein. Bei Wikipedia werdet ihr das aber leider nicht finden. Und das ist halt eine beeindruckende Sache.
Ja, wie gesagt, mit Wikipedia, da habe ich jetzt genug drauf rumgeritten, dass da nur die Fehlschläge mehr oder weniger stehen und nicht die vielen guten Vorhersagen. Das hat der Dr. Keith Parsons sehr gut schon erläutert. Wenn ihr wollt, kann ich auch solche Fälle euch zeigen. Das müsst ihr mir nur in die Kommentare schreiben. Der Link, den hatten wir auf den vorigen Folien gehabt. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr auch noch, ist allerdings in Englisch. Drittens. Es gibt viele falsifizierte Berichte, bei denen nicht wissenschaftlich begründet wurde. Ich möchte hier gerne auf den Fall von Poltergeist Annemarie Schneider hier aus Deutschland eingehen. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich den Fall auch mal in kompletter Gänze. Hier möchte ich nur kurz machen, weil ich den anderen Fall gerade so ausführlich beleuchtet hatte. Und das war eine Rechtsanwaltskanzlei und sie war, wenn ich nicht täusche, eine Azubine oder eine Angestellte, eins von beiden. Und eines Tages, immer nur wenn sie da war, fing an, die Telefone zu spinnen, die rufen dauernd die Zeitansage an. Es gab überall Klopfgeräusche, die Elektrik blinkte und es hörte einfach nicht auf und es hatte mit ihr zu tun. Und Hans Bender als Parapsychologe und damaliger Leiter der Freiburger Universität, also Entschuldigung, der parapsychologischen Bereichs der Freiburger Universität, hatte das dann mit seinen Leuten untersucht, konnte keine Erklärung finden, außer es mit Annemarie Schneider zusammenhing und als sie da dann gekündigt wurde, hörten die Phänomene auch auf. So. Man hat aber Herrn Hans Bender, das war so ein bisschen auch sein wissenschaftlicher Todesstoß, in diesem Fall einen Strick gedreht. Und zwar ein paar Monate nachdem er die Untersuchung abgeschlossen hatte, kam ein anderes unabhängiges Team und hat nochmal untersucht. Und ja, die fand Beweise dafür, dass die Rechtsanwaltskanzlei die ganze Sache gefaked hat. Und zwar fand sie Schnüre, die die Bewegung gemacht haben, Knüppel für die Geräusche und es gab auch Zeiten, wo die Glühbirnen explodiert sind. Das haben sie halt damit begründet. Ja, die waren halt an und wenn keiner hingeguckt hat, hat man halt das Wasser drauf gemacht und dadurch sind die geplatzt. Ja, das stimmt, das konnte man so machen. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, wenn ich die Rechtsanwaltskanzlei bin und nebenbei nur einen Nachteil aus diesen Sachen beziehe, denn dass es bei mir spukt, führt nicht dazu, dass ich mehr und bessere Mandate bekomme. Im Gegenteil, es geht eher vor allem in Deutschland mit dem Reputationsverlust einher. Muss ich mir die Frage stellen, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, warum verstecke ich dann die Beweise und lasse sie noch ein paar Monate liegen? Der Knüppel, den haben sie hinter einen Schrank gefunden. Da hat der Anwalt gesagt, den hat er zur Selbstverteidigung da. Gut, das ist jetzt auch kein toller Grund. Und auch die Schnüre konnte er nicht erklären, aber es ist absoluter Quatsch, die Beweise dazulassen, wenn man was faken wollte. Gut, das ist aber jetzt nur eine Sache. Wichtiger ist Folgendes. Was gerne unterschlagen wird, und das wird auch so ein bisschen Wikipedia-Artikel unterschlagen, wo es immer nur hieß, dass Hans Bender schlecht gearbeitet hat. Vor Ort waren auch Physiker, Polizei, Feuerwehr, der Telefonanbieter und verschiedenste Handwerker, Maurer, Elektriker. Die Leitungen wurden überprüft, alles drum und dran, und alle haben keinen Fehler gefunden. Und jetzt haben diese große Anzahl an Leuten, und ganz ehrlich, das sind ja auch Fachleute dabei. Das sind ja nicht irgendwelche hergelaufenen Nichtswisser, sage ich jetzt mal so hart, wie es ist. Die sollen alle nicht den Knüppel, die Fäden gefunden haben und auch nicht gemerkt haben, wie der Anwalt heimlich den Knüppel jemand gegeben hat und geklopft hat, während die da waren und auch die Elektrik gesponnen hat. Das hat der Anwalt alles perfekt gefegt vor verschiedensten Zeugen mit verschiedensten Kenntnissen. Also mal allen Ernst, Respekt vor dem Anwalt, warum auch immer er das getan haben sollte. Wenn er das so krass gefegt hat, dass haufenweise Spezialisten es nicht gemerkt haben. Gemein ist aber, die Hexenjagd, die ist auf die Parapsychologie beschränkt. Es gibt keinen Artikel, der jemals sagt, die Physiker, die haben das nicht gemerkt. Unglaublich, oder mein Gott, was waren denn das für Polizisten, haben die sich bestechen lassen? Das findet man gar nicht. Überhaupt nicht. Es wird immer nur gesagt, Hans Bender hätte es finden müssen, hat es aber nicht. Die Gruppe danach hat es irgendwie gefunden. Und damit ist der Fake bewiesen und dass Hans Bender gar nicht an der Wahrheit, also man hat auch gar nicht gesagt, er hat schlecht gearbeitet in dem Sinne, sondern man hat ihm unterstellt, er wäre an der Wahrheit gar nicht interessiert gewesen, sondern um seiner Reputation und um den Willen der parapsychologischen Reputation hätte er bewusst in Kauf genommen, dass es gefaked wäre.
Was natürlich auch ziemlich dumm für ihn gewesen wäre. Immerhin waren noch haufenweise andere da. Also entweder haben die alle sich zu so einer Art ja, Konglomerat vereint, die einen Fake etabliert wollten. Schwer vorstellbar meines Erachtens. Außer sie sind alle massiv bestochen worden, was richtig krass wäre. Hätte allerdings für den Rechtsanwalt immer noch nur negative Folgen. Naja, lassen wir das jetzt sein. Aber ich wollte euch an dem Beispiel nur zeigen, dieser Fall gilt als einer der größten parapsychologischen Fakes und die Beweisführung ist mangelhaft. Sehr mangelhaft. Wie ich schon sagte, es ist unglaubwürdig. Es wäre viel logischer zu sagen, dass die Nachuntersuchung vielleicht bewusst gefaked hat, um dem Ansehen zu schaden. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht beweisen. Das kann ich jetzt auch als Wissenschaftler so nicht vertreten zu sagen. Das ist wirklich, hier kommt Subjektivität bei mir ein bisschen durch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob Hans Bender, seine Gruppe und die ganzen anderen alle zusammen gefaked und gelogen haben oder und der Anwalt vergessen hat, die Beweise hinterher zu vernichten, oder ich sagen soll, ob die Nahuntersucher vielleicht bewusst dann die Sache ein bisschen gestellt haben. Also rein aus der Dokumentation wäre ich hier auf der Seite von Hans Bender, nicht nur weil ich Parapsychologe bin. Gut, springen wir weiter, ehe ich mich zu sehr daran aufhänge. Viertens, selbst Fälle, die nicht falsifiziert werden konnten, wurden damit abgetan, dass es sich um statistisch tolerierbare Abweichungen von den bekannten Gesetzmäßigkeiten handelt. Was bedeutet das? Es wurde quasi gesagt, ja gut, in dem Fall konnten wir jetzt wirklich nicht finden, warum das unerklärlich ist, aber in gewisser Bereich an unerklärlichen Sachen könnte es geben, weil wir den noch nicht kennen. Das brauchen wir aber nicht erforschen. So ein kleiner Prozentsatz, das wir nicht kennen, sind irgendwelche naturwissenschaftlichen Sachen, die wir später halt einfach entdecken werden. Ja, über die Wissenschaftlichkeit brauchen wir, denke ich, nicht reden. Aber das Gesamtfazit ist halt, Parapsychologie wurde bewusst und systematisch degradiert, jedoch ohne wissenschaftlich korrekte Herangehensweise. Und das selbst ist auch unzulässig und selbst unwissenschaftlich. Und selbst wenn es nicht so wäre, gibt es immer noch eine Vielzahl von Berichten zu Phänomenen und die nicht zu untersuchen, mit der Begründung, alle wären Fake- oder Fehldeutungen, ist sowohl unwissenschaftlich als auch unverantwortlich. Ich kann nicht sagen, weil einer gelogen hat, kann anderer, den man überhaupt mit denen nicht zusammensteht, wird er auch gelogen haben. Vor allem dann, wenn er selber glaubt, dass es ist. Dann muss ich hingehen als Wissenschaftler und sagen, ich helfe dir. Ich versuche, die Wahrheit rauszufinden. Das ist die Aufgabe eines Wissenschaftlers und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Dann kommen wir wissenschaftlich wirklich nicht weiter. Und das ist eine der vielen Probleme, die die Wissenschaft heutzutage hat. Bringt halt leider nichts, aber wir möchten das gerne anders machen. Wir gehen den Sachen nach. Wir kriegt von uns ungeschönte Sachen. Wenn wir was finden, dann zeigen wir euch das. Wenn wir nichts finden, dann zeigen wir euch, dass wir auch nichts gefunden haben. Und alles versuchen wir zu begründen. Und mit diesem Video haben wir den ersten Schritt in die Theorie gemacht. Wenn ich jetzt mal die zwei vorweggezogenen Videos über die Relativität der Realität und den Parascore als wichtiges Werkzeug, den ich ein bisschen vorwegnehmen musste, wenn ich die mal ausklammere, ist das jetzt das erste Theorievideo dazu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne könnt ihr natürlich Kritik äußern. Ich weiß, ich bin jetzt teilweise etwas subjektiv gewesen. Das geht aber leider nicht anders. Ich bin halt wirklich ein Mensch. Aber ich habe trotzdem meine subjektive Meinung mit objektiven Fakten unterlegt, so wie das ein Wissenschaftler macht. Und denke, ich kann mich da sehr gut mit anfreunden. Wie immer würde ich mich freuen, natürlich, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet. Und Abo natürlich auf keinen Fall vergessen. Und in der nächsten Zeit kommen halt auch ein paar mehr der Theorievideos. Wie gesagt, Theorie- und Geredevideos. Mit den Reden sind wir teilweise durch, habe noch ein paar, aber ich glaube, ich werde erstmal noch ein paar der Theorievideos nachschießen. Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in verschiedenen Videos wiedersehen, hören und lesen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einem eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis.
Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.